Das ist der Beta 95X, ein WUB mit einer Diagonale von 95 mm. Mit dabei 2,5 Zoll Ersatzpropeller, Antennenstange und Kameraschutz. Das Besondere an dem Riesen-WUB ist die DJI Digital Videoübertragung, die dank dem KDX Vista Videosender nur 29 Gramm mit der Tank linksdrehende Antenne wiegt. Hier an der Seite sieht man den USB-C-Port, über den eine neue DJI-Firmware aufgespielt werden kann. Die Aufnahmeeinheit wurde hier weggelassen. Die Videoaufnahme erfolgt nur noch an der DJI-Brille in 720p. Mein Beta 95X ist mit einem Crossfire-Empfänger. Für andere Empfänger gibt es hinten eine Halterung für die zwei Antennenstangen. Saubere Lösung, aber nicht robust genug. Der USB-Anschluss zum FC ist etwas schwer zugänglich. Der Stack besteht aus einem Board mit 32-Bit 16 Ampere ESCs und darüber befindet sich ein F4 FC-Board. Leergewicht von Beta 95X ist 109 Gramm und mit einem 3S-Akku mit 520 mAh 151 Gramm. Mit einem optimalen 450 mAh 4S-Akku wiegt der WUB 165 Gramm oder mit dem GNB-Akku ca. 162 Gramm. Maximal würde ich hier 650 mAh 4S-Akku einsetzen, was dann schwere 180 Gramm sind. Hier der Kameraschutzring aus gedrucktem TPU. So bleibt die DJI-Kameralinse geschützt, aber der Neigungswinkel ist dann kleiner. 1106 Motoren mit 4500 kV sind für 4S-Akku optimal. Der WUB-RAM ist unten mit Carbonplatte verstärkt. Die blauen 2,5 Zoll Propeller sind die Genfen Flash. Der Kunststoff unter den Motoren ist sehr dünn, nicht gerade robust. Der Beta 95X ist recht laut, aber man kann auch in der Wohnung mit einem 3S-Akku fliegen. Ich nutze hier die originalen PED-Einstellungen und Rates von Beta FPV, habe aber bereits die ESCs aktualisiert, von 32.6 auf die bidirektionale D-Shot 32.7 Version. Außerdem habe ich die PWM-Frequenz von 24 auf 48 kHz erhöht, für längere und ruhige Flugzeit. Betafly 4.1.1 war vorinstalliert, die ich auf 4.14 aktualisiert habe. Dann habe ich natürlich bidirektional D-Shot aktiviert, die Gyrofrequenz von 8 auf 4 kHz reduziert. Unter PED-Filter habe ich den Gyro Low-Pass 2-Filter deaktiviert und Dynamic Notch-Filter auf Low gesetzt. Nun laufen die Motoren mit bidirektionalem Filter mit Fehlerquote E gleich 0%. Jetzt zum Test auf der Wiese. Hier fliege ich mit der DJI-Brille und der Taranis X9 Lite, hinten mit dem Crossfire-Mikrosendemodul. Zuerst bin ich einen GNB 4S-Akku geflogen mit 450 mAh. Der Akku reicht vollkommen aus, ausreichende Flugzeit und der Beta 95X ist nicht zu schwer. Man kann ganz schön ordentlich Gas geben. Aber mit 3S-Akku kann man auch sehr gut und flott fliegen. Hier die 720p-Aufnahme aus der DJI-Brille. So macht es Spaß zu fliegen. Gestochen, scharfes Bild und das in der FPV-Brille. Hier habe ich absichtlich den Fokusmodus in der DJI-Brille deaktiviert, um ein sauberes Bild für die Videoaufnahmen zu bekommen. Da ist schon mal die Latenzzeit auf 100 Millisekunden hochgegangen. Aber dafür habe ich eine perfekte Bildqualität. Fliegen tut der Beta 95 X perfekt. Ich merke überhaupt nichts von dem Propellerschutz. Der WUB fühlt sich wie eine normale 2,5 Zoll Drohne. Flips und Rolls klappen einwandfrei. Und dank dem Propellerschutz traut man sich, so manches Neues auszuprobieren. Man merkt schon etwas die 160 Gramm bei dem 2,5 Zoll Propeller. Natürlich wäre noch weniger Gewicht mit digitaler Übertragungstechnik noch besser. Ich mag am liebsten ein 3 Zoll Quad fliegen mit maximal 110 Gramm, wie den Dayton 339 Pro Cube. Aber das geht heute nur mit der Analog-Videoübertragung. Analoge Kamera mit einem Videosender wiegen ja unter 8 Gramm.
wogegen die digitale Technik mit der KDX Vista 29 Gramm wiegt. Der Beta 95X ist aber nicht zu schwer, sehr gut zu fliegen. Man sollte aber nicht damit gegen eine Wand fliegen oder auf einem Betonuntergrund abstürzen. Sonst ist garantiert das dünne Frame von dem Whoop gebrochen. Aber hier auf der Wiese kann eigentlich nichts passieren und so kann man mit viel Spaß mit der DJI Digital FPV Technik fliegen. Noch interessanter ist bestimmt ein Beta FPV HX 115 3 Zoll Quad mit so einem eingebauten KDX Vista Digital FPV Kamera. So ein Quad ohne Propellerschutz ist dann bestimmt nochmal um 20 Gramm leichter.